Wer meinen Kanal schon so ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich in meinem Leben sehr viele Berufe schon getestet habe. Es gibt einen Beruf, den habe ich da aber ein bisschen bewusst ausgelassen. Und das ist der Beruf, der eigentlich mein Traumberuf war. Und zwar ist das der Beruf des Fotografen. Ich wollte tatsächlich Fotografie studieren. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, es nicht zu machen, weil ich Angst hatte, dass ich nicht gut genug bin. Aber man wächst nur, wenn man über seinen Schatten springt. Und für meinen Dreh heute habe ich den Beruf des Fotografen ausgewählt. Um endlich diese Frage zu beantworten, habe ich das Zeug, Fotografin zu werden. Bin nämlich hier mit GoDaddy und vielleicht haben das einige von euch mitbekommen. Leute mit einem Startup konnten sich bei mir bewerben, um so ein bisschen über das Business zu reden. Wir bauen auch später noch eine Website von GoDaddy für meine Fotografin, die sich in diesem Haus da hinten befindet. Ich werde mit ihr eine Challenge machen. Die testet, ob ich das Zeug habe, eine Fotografin zu werden, auf einem sehr direkten und sehr harten Weg. Es gibt den direkten Vergleich zwischen mir und einem Profifotograf und I don't know, wir gehen einfach rein. Hallo! Mona, hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich mich auch. Bin mal gespannt, was wir jetzt machen. Wir sind hier in deinem Laden, richtig? Genau. Hey Love heißt der. Das ist Hey Love, mein Laden. Also du bist nicht nur Fotografin, sondern auch Boutique. Modeverkäuferin. Boutique und Modeberaterin. Also da oben ist das Fotostudio und hier drumherum unten ist die Boutique. Wenn du dir hier ein Outfit zusammenstellst, dann bekommst du direkt Fotos dazu. Wow. Und andersrum, wenn wir hier ein Fotoshooting haben, dann kannst du dir hier Klamotten auch ausleihen. Ja. Also du kannst auch einfach hier einkaufen oder nur zum Fotos machen kommen oder einfach einen Sekt trinken hier. Das geht auch. Schön. Also ich finde das Konzept mega cool und das passt auch super zu der Challenge, die wir heute machen. Die Aufgabe ist es, innerhalb von 10 Minuten ein Outfit für den jeweils anderen zusammenzustellen, hier im Laden. Und dann auch noch in diesen 10 Minuten ein Foto zu machen. Ach, mit dem Outfit auch? Mit dem Outfit, okay. Genau. Der Twist daran ist, dass wir nur ein Foto machen dürfen. Also man darf nur einmal auf den Auslöser klicken. Ja. Und danach werden wir uns noch ein bisschen unterhalten und über deine Website schauen. Sehr cool. Aber vorher Action. Ja. Ich habe mein Handy mit einem Timer. Ich bin sehr aufgeregt. Okay, aber ich starte hier. 3, 2, 1, bin ich ganz hinter. Hast du es gesehen? Nun drück schon. Okay. Zeig mal deine Augenfarbe, okay. Also auf jeden Fall so warme Töne wären ganz gut für dich wahrscheinlich. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich will eine schwarze Hose. Ich gebe dir einfach einen. Hier, den musst du anziehen. Ist egal, ob der die richtige Größe hat. Und dieses Oberteil. Zeig mal, wie das so zusammen aussieht. Das finde ich richtig süß. Yes. Und was sagst du? Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Oh, damn. Okay, sie ist auf jeden Fall an. Oh mein Gott. Stell dich mal da einfach hin. Boah, das ist echt heavy, wenn man darüber nachdenkt, dass man nur einmal schießen darf. Oh, okay. Ein kleiner Sneak Peek. Das hier ist das Foto, das ich gerade gemacht habe. Okay, bist du bereit? Dann ja. Starte ich den Timer in 3. Jetzt. Ich hatte ja schon so eine Idee, aber... Boah, die Hose ist richtig cool. Die ist auch cool. Und das würde gut aussehen. Oha. Oder... Auch cool. Beides ist cool. Das sieht mit deinen, mit deinen Boots besser aus. Okay, ich gehe mich umziehen. Tada! Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Du siehst wirklich gut aus. Dankeschön. Jetzt muss ich nur echt wirklich überlegen. Ich glaube, wir gehen raus. Okay. Komm her, mach mal hier Sitz. Fein, mach mal Sitz. Fein, Kuckuck. Reicht dir mal durchs Haar, wie gerade. Und abgedrückt. Der Bossi. Ja, nur Koko ist nicht so ganz so. Schlechter Job. Okay, Koko, du bist fertig. Wir haben die Fotos hier. Drück. Das ist wirklich schön. Also das ist, also ich sag's nicht, weil ich dich mag. Das ist wirklich, wirklich schön. Aber ich habe mich auch wohlgefühlt bei dir. Ja? Das macht auch was aus. Trotz finde ich. Dieser Situation. Also mit du den hast ganzen das. Ja, ja. Ich bin sehr erleichtert. Okay, also wollen wir uns noch deins anschauen. Okay. Bin ich auch sehr gespannt. Oh oh. Ulala. Oh, da kommt auf jeden Fall das Outfit sehr gut zur Geltung. Guckt auf jeden Fall. Also da war es dann wieder ein bisschen. Schade, dass wir nur ein Bild machen konnten. Doch, das finde ich auch sehr schön. Ich mag es sehr gerne. Ach cool, ich mag meins auch super gerne. Jeder hat seine eigene Art und Weise auf seine etwas eigene Schönes Art und Weise selber Schönes gemacht. Wie hast du eigentlich gelernt zu fotografieren? Tatsächlich ganz viel durchmachen einfach. Mhm. Ich habe einfach jeden Tag Fotos gemacht. Und ich habe tatsächlich gar nicht daran gedacht, so ich will mal Fotografin werden. Wann kam dann der Moment, wo du dachtest, okay, jetzt mache ich das zu meinem Beruf? Nach der Ausbildung. Dann habe ich mich gefragt, habe ich mich wirklich gefragt, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt,
was würdest du machen? Mhm. Da habe ich schon ans Fotografieren dann gedacht. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig schön, weil als ich immer so daran gedacht habe, dachte ich, vielleicht ist es so, dass wenn man das zu seinem Job macht, dass man dann den Spaß daran verliert. Aber es sagen einem so viele Leute so, dass wenn es dein Beruf ist, dann ist es doof. Aber irgendwie finde ich diesen Gedanken voll, inzwischen finde ich die total absurd und dumm, weil wenn es das ist, was so wie es bei dir ist, so aus dir rauskommt, dann wird es dir auch für immer Spaß machen, auch wenn es dein Beruf ist. Natürlich gibt es gute und schlechte Tage, wie in jedem Job. Also es ist auch mit allem so, auch mit dem hier. Also ich denke nicht drüber nach, ob das so gut ist oder ob das nicht geht. Klar gibt es dann immer so Probleme, Stolpersteine, Dinge, die man noch nicht so kann, wie man will. Und dann muss man sich da einfach reinhängen. Und während man sich da reinhängt, ist gar nicht die Zeit dafür nachzudenken, wird das jetzt was oder nicht. Du bist viel zu sehr damit beschäftigt, das umzusetzen. Stimmt. So kam es wahrscheinlich dann auch zu diesem Laden. Genau. Deswegen heißt es auch Hey Love, weil das alles so Sachen sind, die man liebt. Also ich liebe es, wenn Menschen zusammenkommen. Ich liebe die Fotografie. Ich liebe schöne Kleidung. So, wenn Menschen ihre Ziele und Träume so richtig umsetzen und mit Leidenschaft was machen, das finde ich voll inspirierend. Ja, cool, danke. Richtig, richtig schön. Und als Geschenk habe ich dir eine Website mitgebracht und vielleicht möchtest du dir ja mal kurz anschauen. Ja, und auf jeden Fall voll gespannt. Du musst wissen, die ganzen Fotos, die jetzt hier drin sind, sind alle austauschbar. Das ist so ein Baukastensystem, super einfach. Da kannst du natürlich noch ein bisschen selber experimentieren später. Und genau, wo du gerade schon hin scrollst, schau dir das an, das ist ein Online-Shop. Also im Moment habe ich ja eine schöne Fotografie-Galerie, aber man kann halt hier noch nicht online bestellen. Und ich finde das echt voll gut für Leute, die jetzt nicht in Köln sind. Ja, dann haben wir weiter unten ein wunderschönes Bild. Aber genau diese Seite soll eigentlich so den ersten Eindruck vermitteln von dir. Ist immer schön zu sehen, wer hinter dem Laden steckt. Und gerade bei so einem Laden, der halt wirklich was Persönliches ist und dann noch mit der Fotografie zu tun hat, dann wissen Leute direkt, dass sie sich bei dir wohlfühlen können, wenn sie auch dein Gesicht schon mit drin haben. Vielleicht machen wir einfach noch ein Foto von dir, also ich, weil ich ja jetzt anscheinend ein Profi bin im Fotografie. Auf jeden Fall! Wir haben so ein schönes Foto von dir gemacht. Das ist unglaublich. Ich finde es richtig schön. Ich bin voll begeistert davon. Und ich würde sagen, wir laden das jetzt einfach mal hoch, um zu gucken, wie das so wirkt. Du hast ja eins ausgesucht, right? Kann man sich auch alles irgendwie so selber beibringen, habe ich das Gefühl. Man braucht eigentlich gar nicht viel erklären. Du hast hier die Website und kannst einfach diese ganzen einzelnen Elemente bearbeiten, so wie du möchtest. Okay, pass auf, jetzt nehmen wir das. Das ist da oben. Oh, dann ist schon genau perfekt. Das ist so perfekt zentriert auch. Oh mein Gott, guck mal, wie süß ist das denn? Das ist der Webseitenbaukasten. Aber wenn du hier oben drauf klickst, dann kannst du nochmal ins Dashboard gehen. Also erstmal hast du natürlich so ein paar Statistiken und du kannst von dort aus auch über Marketing und dann auf Kampagnen und dann auf Choose Campaign. Ja, nein, ja. Get Subscribers, das will ich. Dann kannst du hier unten diese Newsletter machen. Das ist halt quasi genau das gleiche Prinzip. Du hast einfach dieses Layout und dann kannst du einfach deine Bilder da rein, dein Logo da rein und dann kannst du da schreiben. Ja, cool. Es ist so simpel. Ich bin auch richtig amazed einfach davon. Also auf dem Handy, Mobile. Sieht's auch super aus. Sieht's auch schön aus. Was du übrigens auch machen kannst, Instagram verlinken. Weil das ist eigentlich so das Wichtigste, weil du von Instagram die Leute auf deine Website ziehst quasi, weißt du? Ja. Weil wie sollen die sie sonst finden? Ist natürlich schwierig, einfach nur durch Browsen oder durch Googlen das zu finden, außer du kennst den Laden schon. Deswegen ist es voll wichtig, dass du von Instagram auf die Website verlinkst, aber genauso auch andersrum, von der Website auf Instagram, weil man da sehen kann, wie sehen die Klamotten, die du hast, getragen aus? Mhm. Wie sehen die Fotos auch aus, die du machst? Wie ist das Leben hier in diesem Laden? So. Deswegen ist es voll gut, dass man das da auch verlinken kann. Ja, that's it. Und da musst du einfach nur noch auf Veröffentlichen klicken und deine Website ist online. Yay! Da ist sie! Cool, danke! Dann hätte ich das auch getan, auch geschafft. Am Ende ist es wirklich einfach immer besser, über seinen eigenen Schatten zu springen und Dinge zu machen. Besonders Dinge, die man eigentlich so gerne mag und einfach nur aus so ganz merkwürdigen Gründen nicht tut, wie zum Beispiel Angst davor, nicht gut genug zu sein. Was für ein Bullshit. Ist einfach Schwachsinn. Das habe ich heute gelernt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also danke an GoDaddy, dass ihr mich so ein bisschen gepusht habt, das heute zu machen und mir diese Möglichkeit gegeben habt. Und bye. Shawty can lose it. Shawty can lose it. Shawty can lose it. Shawty can lose it. Oh my god. 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 Shawty can lose it.